Die Inntal-Autobahn bei Kufstein in Tirol. Seit 2004 herrscht hier und auf allen anderen österreichischen Autobahnen die Mautpflicht. Thomas P. und Thomas S. kontrollieren im Auftrag der ASFINAG, ob die Fahrzeuge, die hier unterwegs sind, sich daran halten. Jetzt haben wir ein deutsches Überstellungskennzeichen. Der hat am 2. November die Go-Box nicht montiert gehabt. Der ist da mit einem Kühl-LKW unterwegs gewesen. Und da kann man sehen, dass keine Go-Box am Fenster war, an der Scheibe. Man sieht da, die Go-Box, die liegt verkehrt am Armaturenbrett. Das ist die Go-Box. Sie ist ein elektronisches Messgerät zur Mautabrechnung und Pflicht für alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Sie muss gut sichtbar an der Scheibe montiert sein. Ah, ganz schnell, wo ist denn der? Der ist ca. 5 Kilometer von uns entfernt. Der kommt auf uns zu. Fährt das Fahrzeug durchs Mautportal, wird es automatisch registriert. Nicht so bei dem LKW aus Deutschland. Hier war die Box nicht richtig angebracht. Es ist vor dem Sattelzug die rote Solomaschine. Das ist allerdings heute ein anderes Fahrzeug als am 2. November. Die gleiche Box und das gleiche Kennzeichen. Das ist also eine Probenummer, so ein Überstellungskennzeichen. So, jetzt geben wir ihm das Bitte-Folgenzeichen. Er wird mit dem konfrontiert und wird aufgefordert, die 240 Euro Ersatzmaut zu begleichen. Und zwar an Ort und Stelle. Sollte sich der Fahrer weigern, riskiert er Verwaltungsstrafen bis zu 3.000 Euro. Guten Tag, Mautkontrolle. In Fahrzeugschein, bitte. Sie sprechen Deutsch? Italiano. Italiano? Okay. Anhaltung ist immer ein bisschen eine Stresssituation. Für die Lenker ist eh klar. Geht dann selber nicht anders, ne? Ja. Fahrer spricht nur Italienisch. Okay. Ich schau ein bisschen. Gell? Ich sicher jetzt ab derweil. Ich schau, dass niemand über den Haufen gefahren wird. Ja. Wir stehen bei der Abhandlung immer beim Kollegen, um ein bisschen den Blick über die Schulter zu haben. Ja. Absicherung ist absolut wichtig. Ja. Okay, okay. Probleme? Con die Go-Box? Si. 2. November, 2021. Okay. Aspetta, che chiamo il. Vuoi che ti giro la foto? Ja, bitte. Okay. Posso fare foto girare? Sì, sì, con fotografia. Sono angestellter von dieser Firma. Und er hat jetzt seinen Chef angerufen und hat ihm das Problem erklärt. Und jetzt hat er ihm ein Foto geschickt, er hat es vom Bildschirm abfotografiert. Und jetzt telefoniert er mit mir. Die Go-Box ist da drauf. Ja, die Go-Box ist aber nicht an der Scheibe, sondern verkehrt am Armaturenbrett. Das ist die Scheibe, weil meine Fahrer, ich sehe die Go-Box. Ja, Sie sehen die Go-Box, aber die liegt verkehrt am Armaturenbrett. Die klebt nicht an der Scheibe. Und dann funktioniert die auch nicht vollständig. Sind Sie sicher? Ja, natürlich bin ich sicher. Also es wurde die Maut definitiv nicht gezahlt. Das ist komisch. Glauben Sie mir, ich habe... Ja, Fakt ist, wir müssen das jetzt etwas... wir müssen auf den Punkt kommen. Gell? Die Go-Box war nicht ordnungsgemäß montiert. Was Ihnen da komisch vorkommt, das ist Ihre Sache. Die Maut wurde nicht vollständig bezahlt. Und aufgrund dessen, Bundesstraßenmautgesetz, gibt es eine Ersatzmaut von 240 Euro. Können Sie es dieses Mal nicht ohne Strafe machen? Nein, das geht leider nicht. Die Strafe müssen Sie bezahlen. Ja, keiner zahlt gerne Strafe, gell? Und windet sich halt. Dass er aus der Strafe rauskommt. Der Chef der Transportfirma versucht es weiter mit Überredungskünsten. Es kann unter Umständen ziemlich lange dauern, ja. Aber der windet sich noch etwas.
will das nicht einsehen, dass er was falsch gemacht hat oder dass einer seiner Fahrer was falsch gemacht hat. Ich bitte Sie, lassen Sie meinen Fahrer weiterziehen. Ich bitte Sie. Ja, nachdem er die 240 Euro gezahlt hat, kann er natürlich weitergehen. Ja, aber bitte, bitte. Nein, da gibt's überhaupt keine... Bitte, wir haben schon viel gemacht. Nein, da gibt's keine Diskussionen, okay? Aber wir möchten nicht... Ja, da gibt's kein Aber. Bitte glauben Sie mir. Also, Sie haben die Möglichkeit, das bar oder mit Karte zu zahlen. Der Firmenchef lenkt schließlich ein. Va bene. Grazie. Ciao. Nach fast zwei Jahrzehnten in diesem Job bringen Thomas P. solche Diskussionen nicht aus der Ruhe. Geduld und Verständnis muss man natürlich für den Beruf natürlich schon mitbringen. Viel gejammert hat er halt. Ne? Ja, passiert schon öfters, ja. Aber ja, man muss halt man muss den Leuten halt erklären, dass da gibt es Fakt, da gibt es ein Beweisfoto, da gibt es einen Nachweis von den Transaktionen, dass er die Maut nicht vollständig gezahlt hat. Und mit dem muss man ihn konfrontieren. Und ja, der eine sieht schneller ein, der andere dauert es halt ein bisschen, aber letztendlich funktioniert es schon, ja. Die beiden fahren zurück auf die Inntal-Autobahn in Richtung Süden. Die Hauptverkehrsstrecke von Deutschland nach Italien. Der erste Urlauber lässt nicht lange auf sich warten. Ein Wohnmobil, deutsches Wohnmobil, kommt auf uns zu. Es hat keine Papiere für die Emissionsklasse geschickt, innerhalb von den 4 Wochen ab Ausstellung. Und muss deshalb heute 240 Euro Ersatzmaut zahlen. Ja, das ist er. Auf den ersten Blick hat der Fahrer des Wohnmobils nichts falsch gemacht. Er hat die vorgeschriebene Box gekauft und richtig montiert. Allerdings hätte er das Kleingedruckte lesen sollen. Der hat letztes Jahr am 18. Juli eine GoBox gekauft, hat Euro 6 deklariert, hat von der Vertriebsstelle die Information dazu bekommen, schriftlich, dass er innerhalb von 4 Wochen eine Kopie des Fahrzeugscheins an die Asfenag übermitteln soll, per Mail oder per Fax. Und das hat der Besitzer nicht gemacht. Wenn er das nicht innerhalb von den 4 Wochen macht, sieht das Bundesstraßenmautgesetz eine Ersatzmaut von 240 Euro vor.